Vielen Dank. Ja, Julia Vogelsang. Ich bin Klimaschutzmanagerin beim Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung. Ich darf heute in Vertretung für das Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung sprechen, auch einfach wieder aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls. Aber ich finde auf der anderen Seite, es zeigt ganz schön, wie interdisziplinär Klimaschutz ist, wie viele Sektoren involviert sind und wie wichtig die Zusammenarbeit verschiedenster Ämter und verschiedenster Akteure ist. Und wir arbeiten hier Gott sei Dank sehr eng zusammen, wahrscheinlich in Zukunft noch viel enger als Ämter, und deswegen finde ich es gar nicht schlimm, dass ich es heute übernehmen muss. Und dann würde ich auch einfach mal schon meinen Bildschirm freigeben. Also Wirtschaft muss man sich nochmal vor Augen halten, macht 42% unserer Treibhausgasemissionen aus. Das ist ein ganz schöner Brocken. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass hier die meisten Reduktionen seit 1990 schon passiert sind. Das heißt, dass die dicksten Bretter wahrscheinlich schon gebohrt sind. Nichtsdestotrotz wollen wir da weiterkommen. Dann haben wir ganz intensiv überlegt, was ist es denn? Und unsere Rolle als Stadt wird ganz viel sein, dass wir Beratung und Hilfestellung zur Verfügung stellen. Wie Frau Akdeniz es eben gesagt hat, man muss es überall in allen Institutionen platzieren. Also die Öffentlichkeitsarbeit sehen wir als ganz wichtig an, und deswegen möchte ich da kurz genauer drauf eingehen, auf die Maßnahmen in dem Bereich. Es gibt noch viel mehr, auch hier wieder, aber jetzt gehe ich einfach mal auf die Öffentlichkeitsmaßnahmen ein. Da wollen wir eine Koordinierungsstelle schaffen, also hier bei der Stadt, also eine Person, die Betriebe beraten kann. Und gleichzeitig mit ähnlichen Themenfeldern soll es dann auch noch eine Handreichung geben. Und in erster Linie werden wir wahrscheinlich kleine und mittlere Unternehmen ansprechen, weil die großen Unternehmen, die hier in der Stadt platziert sind, die haben meistens schon das Know-how, aber die kleinen Betriebe, die haben meistens überhaupt nicht die Möglichkeit, das in ihren Alltag noch zu platzieren. Und deswegen wollen wir da ganz gerne Hilfestellungen geben. Und ich zeige einfach mal, welche Bereiche das sein könnten, die so eine Handreichung oder so eine Beratungsstelle übernimmt. Wir haben ja vorhin schon viel zugehört. Natürlich den Gebäudebestand, das heißt Sanierungen, die natürlich anders sind als Privatgebäude, aber auch da wird es anstehen. Oder auch Baumaterialien, was kann ich verwenden? Wie kann ich überhaupt bauen? Dann wird es auch einen ganz großen Bereich zur Energieversorgung natürlich geben. Also das heißt, dass erneuerbare Energien auch hier bezogen werden, sprich Ökostrom oder erneuerbare Wärme. Dann natürlich das Mobilitätsmanagement. Das kann in verschiedensten Formen passieren. Sei es das Fuhrparkmanagement, also auch hier, nicht jeder braucht einen Dienstwagen, sondern man kann vielleicht ein Jobticket benutzen. Man kann sich wenn man als Handwerker wirklich ein Fahrzeug braucht, vielleicht das ordentlich organisieren. Und dann natürlich vielleicht auch ein Jobticket einführen. Auch das ist für kleine und mittlere Unternehmen möglich, und da gibt es auch Zusammenschlüsse. Das wäre so eine Beratungsmöglichkeit. Dann sind auch Themenfelder sowas wie Prozessoptimierung oder Maschinenoptimierung ganz, ganz interessant. Und ich glaube, ganz wichtig wird auch die Mitarbeiterinformation und Mitarbeitermotivation sein. Das heißt, einfach jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin darüber informieren, was kann ich denn am eigenen Arbeitsplatz machen? Sei es Licht ausschalten, Rechner ausschalten, vielleicht den Aufzug nicht nutzen, sowas in der Art. Sind kleine Schritte in meinem Arbeitsalltag, die ich verändern kann, um mein Unternehmen klimafreundlicher dastehen zu lassen? Und das ist ein ganz breites Spektrum. Ich glaube, die Kollegin oder der Kollege im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung wird da total viel Spaß haben, weil man sich in ganz viel einarbeiten muss. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, und das ist einfach mal so ein kurzer Einblick gewesen, was wir da vorhaben. Und dann sage ich auch schon Danke. Vielen Dank, Frau Vogelsang. Kurz und bündig. Ich frage, Frau Hauser, gibt es denn Fragen zur Wirtschaft? Ja, es gibt eine Frage, die schon vor einer Weile gestellt wurde, aber jetzt hier ganz gut herpasst. Auch direkt an Sie vielleicht, Frau Vogelsang, Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung. Die Frage, welche Rolle spielen denn Förderprogramme? Und hier wird beispielhaft das Förderprogramm des Reallabor Delta, da geht es ja um die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle bei der Umsetzung, jetzt konkret auch im Bereich Wirtschaft. Und wie bewerten Sie den Einfluss?
Jetzt ist Delta natürlich auch ein Riesenprojekt. Also das ist nicht ein gewöhnliches Förderprogramm, muss man auch einfach mal da so benennen, wie es ist. Und ich sehe hier total große Potenziale, weil es ist so, dass dann die externen Akteure selbst tätig werden und das natürlich uns massive Impulse geben wird in der Stadtgesellschaft. Also wenn die Unternehmen aus sich heraus schon eigenverantwortlich das auf den Weg bringen, dann passiert auf jeden Fall schon viel, wo wir auch ganz viel Wissen übernehmen können. Weil Verwaltung ist nicht immer nicht träge. Das waren jetzt doppelte Verneinungen, aber es ist so, dass auch Unternehmen deutlich schneller agieren können. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und bei Delta sind wir als Stadt auch involviert und auch die Stadtwirtschaft. Das heißt, das ist nicht komplett fern von uns und auch kleinere Förderprogramme. Also ich möchte dann jetzt auch kurz nochmal die PV-Förderung für Gewerbe aufgreifen. Auch das sind wichtige Bausteine. Also ich denke, Förderprogramme können uns ganz weit bringen und sind auf jeden Fall zu unterstützen. Und Reallabore, also bei Delta handelt es ja um Reallabor, nicht nur ein Förderprogramm. Da wird ja was real umgesetzt, um es zu erproben. Das kann man natürlich dann auch weiterverwenden. Also wenn da die entsprechenden positiven Entwicklungen bei Raumklimpen kommen, dann ist das doch super.